Aus der Hauptstadt, der Footy-Club. Heute Abend mit Florian Haupt von der Welt am Sonntag, Martin Henkel von der Berliner Zeitung, Andreas Rüttenauer, er geht für die Taz-Leibesübung in die Bütt, Moderation Stefan Osterhaus, Neue Zürcher Zeitung. And now, ladies and gentlemen, it's Talktime. Liebe Fußballfreunde, der englische Journalismus, das wissen wir spätestens seit heute, ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Die sogenannte ehemals altehrwürdige Times ist ein paar Gaunern aufgesessen einer Schmierengeschichte, wo es um die sogenannte DFL ging, die Dream Football League. Da ging es um eine sogenannte Konkurrenzveranstaltung zur Champions League, die ein paar steinreiche Scheiß aus Katar ins Leben rufen wollten. Nun ja, der Kollege glaubte, die Geschichte seines Lebens zu haben, entpuppte sich leider als eine Seifenblase, als ein Luftballon. Trotz alledem, es wurde diskutiert und wir haben gesehen, da ist doch was dran, es war vorstellbar. Martin Henkel, haben Sie das geglaubt, haben Sie es gekauft, dass Sie es gelesen haben im ersten Affekt? Ich finde es eine etwas unangenehme Frage, weil ich tatsächlich dran geglaubt habe. Ich habe bittere Tage hinter mir, wie wahrscheinlich alle Deutschen. Es ist beschissenes Wetter, es ist grau, es ist dunkel. Und Licht fiel in mein Leben, als ich davon gehört habe, dass es eine Dream Football League geben sollte. Die DFL, die, die DFL, die finanziert wird von den Öltürmen am Persischen Golf. Ich bin schon lange ein stiller Freunde, Verfechter einer Idee, einer geschlossenen Elite-Liga, die die großen Geldtöpfe und den großen Triumph unter sich ausspielt und vor allen Dingen den Unterbau in ihren eigenen Ligen Möglichkeit gibt, zu atmen und zu leben. Wie hätte das denn aussehen sollen, diese DFL, diese Dream Football League, Andreas Rüttenauer? Können Sie das erklären? Ja, also was da beschrieben wurde, sprach von einer Liga, von einem, die im Turniermodus alle 2 Jahre ausgespielt werden soll, im Sommer in verschiedenen Staaten rund um den Persischen Golf, auch in Saudi-Arabien übrigens, wo meiner Meinung nach noch nie ein größeres Sportevent stattgefunden hat. Es wären 24 Mannschaften teilgenommen. Die größten europäischen Clubs wären gesetzt gewesen. Ja. 8 hätten sich qualifizieren können. Die Startprämie beträgt 200 Millionen Euro, also ein Vielfaches dessen, was ein Sieger der Champions League erwirtschaften kann in einer Saison. Also ein irrwitziges Projekt und irrwitzig vor allem deshalb, weil man den Scheichs alles zutraut. Nicht nur Martin Henkel, nicht nur der Kollege von der Times. Viele können sich vorstellen, die spinnen da unten, das ist bald Realität. Hätte vielleicht ein paar geärgert, wenn sie im heißen Sommer dann plötzlich auch noch zu Ligaspielen an den Golf fahren müssten. Aber man hatte sich's vorstellen können, die Scheichs, ja, denen ist einfach alles zuzutrauen. Florian Haupt, ist denen alles zuzutrauen? Naja, also ich meine, die Idee ist ja auch deshalb nicht so absurd, weil sie selber in den europäischen Clubs früher immer schon mal durchgespielt wurde. Also die Champions League in ihrer heutigen Form gibt es nur, weil die UEFA reagieren musste auf den Druck der großen Vereine, die gesagt haben, wir wollen eine verlässliche, große Geldquelle und wir wollen nicht nur den Meister mitspielen haben, sondern wir wollen auch mal Dritter werden können und trotzdem an die Geldtöpfe immer reinkommen. So ist die Champions League entstanden mit bis zu 4 Startern pro Nation. Insofern ist das gar nicht so absurd. Und es wäre ja auch irgendwo konsequent. Also das muss man ja sagen. Also es ist ein dermaßen Ungleichgewicht inzwischen europäischen Fußball. Also innerhalb derselben nationalen Ligen. Da spielen Vereine gegeneinander, die haben nichts miteinander zu tun. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht mehr messbar, ob jetzt der Heidel in Mainz einen besseren Job macht oder der Uli Hoeneß in München, weil die in völlig anderen Dimensionen operieren. Nämlich die Bayern ungefähr mit dem 7-fachen Umsatz und damit auch mit den 7-fachen finanziellen Möglichkeiten. Und insofern muss ich dem Herrn Henkel recht geben, wäre das natürlich vielleicht ein Befreiungsschlag wirklich für diesen Sport, wenn man mal die zusammenführt, die zusammengehören. Madrid, Barcelona, Manchester, Bayern München und so weiter. Und die anderen. Aber genau das gibt es doch in der Champions League. Wo ist der Bedarf? Das Problem ist, also wenn wir uns jetzt die aktuelle Tabelle der Fußball-Bundesliga angucken, dann haben wir 30 Punkte Vorsprung der Bayern auf Eintracht Frankfurt, die gegenwärtig noch auf einem Champions-League-Platz liegen. Genau, die stehen auf Platz 4, gefolgt von Gladbach, Schalke, Mainz, dem HSV und Freiburg.
Und interessanterweise steht der Eintracht Frankfurt auf diesem vierten Champions-League-Platz mit einer Punktzahl, die früher mal noch nicht mal berechtigt hat, wirklich daran glauben zu können, dass sie nicht absteigen, nicht mit 39 Punkten, ein paar haben 38. Das ist seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995, 1996 der zweitschlechteste Wert. Ich bin heute mal die Archive hinabgestiegen und habe mich schon gefreut, weil je tiefer ich in die da reinguckte, desto deutlicher wurde, dass es so einen schlimmen Wert noch nie gegeben hat. Dann kam ich halt auf das Einstiegsjahr 95, 96 und da hat tatsächlich der VfB Stuttgart diese Zahl unterboten. Die hatten damals als Viertplatzierter nur 38 Punkte. Nichtsdestotrotz, das ist ja nicht bloß ein Problem in der Bundesliga. Wenn ich kann nach ganz Europa gucken und ich sehe überall in den großen Ligen, auch in kleinen Ligen, die Dominanz von Teams, die jedes Jahr Meister werden und die darunter kommen einfach nicht an die Ressourcen ran und dümpeln in einem Mittelfeld rum, das für mich eine ästhetische Katastrophe ist, weil ich mag einfach auch echt nicht mehr hingucken. Ich habe gestern Abend mir Gladbach gegen Hannover angeguckt, dieses Gurken 1-0. Das ist einfach echt zum Wegschauen, also ganz ehrlich. Man ist ja alles schön und gut, Ästhetik hin oder her, aber wir müssen uns ja mal fragen, sind das wirklich gottgegebene Zustände in der Liga? Wird das immer so sein oder beziehungsweise war das immer so, Florian Haupt, einen Blick zurück? Nein, es war natürlich nicht immer so. Also uns mag es inzwischen so vorkommen, dass es tendenziell immer so war, weil wir die letzten Jahre vor Augen haben, in denen zum Beispiel jetzt, um Deutschland zu nehmen, Bayern München, glaube ich, im Schnitt so 2 von 3 Saisons Meister wurde, dann war jemand anders dran, dann wieder 2-mal die Bayern, jetzt bis auf die Ausnahme Dortmund in den letzten Jahren. Aber davor, in den 80er oder 70er Jahren, haben öfters gewechselt. Also wir haben das in der Bundesliga, wir haben es vor allem auch in England zum Beispiel, wo Aston Villa, Nottingham Forest, da waren verschiedenste Mannschaften Meister. Und das liegt natürlich daran, dass damals die Geldabstände einfach noch viel marginaler waren. Es war noch möglich, sich durch gutes Arbeiten ein Team aufzubauen, was um die Meisterschaft mitspielen kann. Und das ist eigentlich der Voraussetzung von einer funktionierenden Sportliga, dass jeder, der mitspielt in so einer Sportliga, auch die Chance hat, den Titel zu gewinnen. Inzwischen ist es leichter, dass in der Formel 1, ich weiß nicht mal, Russia oder sowas ein Grand Prix gewinnt, als dass irgendwie Mainz 05 deutscher Meister wird. Und das ist ein Zustand, der eigentlich nicht in Ordnung ist. Und wir können da mal das radikale Gegenmodell sehen wir zum Beispiel in den USA, wo die Ligen ganz anders organisiert sind. Die sind relativ sozialistisch organisiert, kurioserweise. Also alle Vereine haben ungefähr die gleichen Budgets, was geregelt wird über diese Salary Caps, also maximal hohe Gehaltsausgaben. Werden in ähnliche Voraussetzungen versetzt, von der Liga mit Geld zu wirtschaften. Und sie haben da eine Situation, wo wirklich die Meister dauernd wechseln, wo eigentlich in jede Mannschaft, die da irgendwie im Football an den Start geht, wenn sie gut managt, wenn sie gut Spieler einkauft, wenn sie einen guten Trainer hat, die Chance hat, diese Liga zu gewinnen. Und das gibt es bei uns nicht. Und deswegen, das heißt, wir müssen da, glaube ich, irgendwas dran ändern. Schmöckwitz hat, also René Schmöckwitz, CEO der Schmöckwitz Limited, der heute leider nicht am Tisch sitzt, hat unmittelbar vor dieser Sendung halt eben noch gemailt. Er sagte, Ronald Dworkin, der berühmte amerikanische Rechtsphilosoph, hat ja auch mal eine These aufgestellt, wonach halt eben ein einigermaßen fairer Wettbewerb nur auf Grundlage von einigermaßen gerecht verteilten Ressourcen möglich ist. Wie weit haben wir uns denn von gerecht verteilten Ressourcen entfernt, Andreas Rüttenauer? Dworkin müsste Ihnen ja aus der Seele sprechen, oder? Ja, warum? Ich finde ganz im Gegenteil, dass eigentlich diese Ligen natürlich auch von dem Kampf klein gegen groß leben. Was gibt es Schöneres, als dass eine deutsche Mainz-Meisterschaft am letzten Spieltag von einer Spielvereinigung unter Haching entschieden wird? Ja, da muss man auch dieses abgeschlossene System von gleich verteilten Ressourcen. Das heißt, es gibt ja auch keinen... Das ist ja Vollkasko auch, dieses gleich verteilte System. Da kann ja keiner absteigen. Es gibt keinen Abstieg, es gibt keinen Aufstieg. Das heißt, man beraubt Millionen von Fußballfans, die irgendwelchen bei anderen in Vergessenheit geratenen sogenannten Traditionsvereinen anhängen, ihrer Träume. Man beraubt meinem geliebten TSV 1860 diesen Traum einmal wieder deutscher Meister zu werden. Es mag sein, das weiß jeder Fan, es ist nicht möglich, aber die theoretische Möglichkeit, das ist der Raum, in dem Träume entstehen, von denen der Fußball in Deutschland lebt. Und deswegen braucht es eine Dream Football League, weil solange die Bayern und Borussia Dortmund unter den jetzigen wirtschaftlichen Voraussetzungen weiter in der Bundesliga spielen, solange wird der TSV 1860 München niemals deutscher Meister. Das ist ja genau die Idee,
die vielleicht hinter dieser Liga steht. Also wenn, wenn wir nach England gucken, United führt dort, glaube ich, mit 15 Punkten Vorsprung die Liga an. Wir gucken nach Italien, Juve, 9 Punkte Vorsprung. Schottland, Celtic, das sind 15 Punkte. Ukraine, Schachtar Donetsk, Serienmeister in den letzten 120 Jahren, 16 Punkte Vorsprung. Weißrussland, Bate Borisov, Dynamo Minsk, redet keiner mehr drüber, weil permanent Borisov die Liga gewinnt. Die ist abgeschlossen, die haben mit 7 Punkten Vorsprung gewonnen. Spanien, 13 Punkte Vorsprung, Barca vor Real Madrid. Albanien, Skender Beo Corse, 11 Punkte Vorsprung. Und Moldawien, Sheriff Tiraspol, die das noch nicht mal in Moldawien liegen. Die liegen in Transnistrien, in diesem Fantasiestaat. Die gewinnen jede Meisterschaft und die haben schon wieder 12 Punkte Vorsprung. Und zwar jedes Jahr. Das heißt, da wird keiner gesund werden, solange diese Teams dort weiter in der Liga spielen. Zwei Fragen an Sie, Martin Henkel. Erstens, auf die erste müssen Sie nicht zwingend antworten. Wer ist Malta-Meister, mit welchem Abstand? Die zweite Frage von mir wäre natürlich, ich meine, was würde denn passieren, wenn diese Clubs abgezogen werden an eine Superliga? Wer trägt denn dann zur Gesundung der anderen Clubs bei, dass die aufschließen können? Fällt das Geld vom Himmel oder wie also wird das gelöst ökonomisch? Also meine Idee ist, es gibt eine Europa League, die spielt so ein bisschen weiter vor sich hin. Die soll auch nicht von den Ligen wirklich ferngehalten werden. Das heißt, die tauchen zu den jeweiligen nationalen Pokalspielen immer wieder mit auf. Also sie spielen den nationalen Pokal mit. Da kann man dann gegen die Bayern spielen, kann sich freuen, kann Zusatztribünen bauen in Vestenbergskreuth und kann sich ein paar TV-Gelder einnehmen. Das wäre eine Einnahmequelle. Und die andere ist, man wertet den UEFA Cup wieder auf, weil man sagt, das sind die nationalen Ligen. Da spielen die Meister und die Pokalsieger drin. Da gibt es auch TV-Gelder. Weil ich vermute, dass wenn die dort am Persischen Golf vor sich hinspielen, dass sie irgendwann mal in Vergessenheit geraten. Und dann gehen dort die Gelder hoch, irgendwo anders gehen sie runter, woanders gehen sie wieder hoch. Und irgendwann mal nivelliert sich das wieder aus. Geht davon aus, und dann gibt's eine neue Reform. Am Persischen Golf gibt es kein Fernsehen, oder was ist da los? Es gibt deswegen geraten die in Vergessenheit? Oder schicken die eine Brieftaube, oder was machen die Scheiße? Es sind hässliche Bilder, weil die Stadien alle leer sind und da sitzen ja auch jetzt bei den Ligaspielen immer nur so ein paar Familienangehörige, 20 bis 30. Also die Araber zumindest, sie haben kein Winkpublikum, wie das früher im Osten der Fall war, wo man die ersten Reihen immer mit den Angehörigen der jeweiligen Volksarmeen besetzt hat. Auch die Bevölkerung, die nötig wäre, um dieses Winkpublikum ranzukriegen. Ja, aber sie haben gar nicht, glaube ich, so viel. Und um die Mittagszeit, ich weiß nicht, also die bewegen sich offensichtlich auch nicht gerne in der Sonne. Das heißt, also wie gesagt, ich weiß nicht, so, dass die Stadien dort überlässt. Aber um das mal aus dem Bereich der Groteske rauszuführen, die UEFA könnte sich ja dieses Projekt zu eigen machen, weil es geht ja, wir reden jetzt hier noch von den großen Ligen, geht es ja noch vergleichsweise gut. Wir haben ja noch ein ganz anderes Problem, und nämlich auch innerhalb von Europa zwischen den Ligen die gewaltigen Unterschiede. Also wir haben nur mal ein paar Zahlen hier zum Beispiel. Schottland spielt der Celtic Glasgow, ein großer Verein, und spielten die Glasgow Rangers, die jetzt im Moment zwangsverpflichtet wurden für die vierte Liga, aber bald irgendwie wahrscheinlich wieder in der ersten Liga sind. In ganz Schottland, die ganze schottische Liga hat 15 Millionen Euro pro Saison Fernseheinnahmen. Die ganze Liga. Das ist so viel, wie in der Bundesliga ein Abstiegskandidat pro Saison bekommt vor dem neuen TV-Vertrag. Und nur ein Drittel von dem, was jeder Premier League-Verein in England bekommt. Das heißt, auch hier gibt es keinen Wettbewerb. Vereine wie Celtic Glasgow, wie Ajax Amsterdam, wie Benfica Lissabon, wie Austria Wien, große Vereine haben überhaupt keine Chance, in Europa irgendwas zu gewinnen, weil ihr eigener nationaler Fernsehmarkt zu klein ist. Das heißt, auch für diese Vereine wäre so eine Europa-Liga eine riesige Chance, weil die überhaupt wieder die Chance hätten, großen Fußball zu spielen, was unter den momentanen Bedingungen nicht möglich ist. Das heißt, die UEFA steht hier in der Verantwortung, wieder einen halbwegs gleichen Wettbewerb herzustellen. Das ist wie wenn Sie, was der Zustand im Moment ist, wenn Sie im Skirennen fährt der eine mit Carving-Ski gegen den anderen mit Holzlatten aus dem 19. Jahrhundert. Gut, die kommt ja aus einem Land mit großer sozialistischer Tradition, nämlich Frankreich. Ja, aber das ist ja nur Flickschusterei. Aber wir müssen vielleicht auch mal ein paar Zahlen da nehmen. Ich meine, was ist nötig, welche Umsatzgrößen sind nötig, um ganz oben mitzuspielen? Die Bayern tun es mittlerweile, es sind 373 Millionen Euro, die Kommanditgesellschaft auf Aktien da macht. Borussia Dortmund ist mittlerweile durchgebrochen, also auch oben zur Spitze mit 250 Millionen Euro. Damit kann man die Bayern mittlerweile fordern. Wenn man dieses Verhältnis mal betrachtet, bei 250 Millionen Euro kann ich ungefähr 40% kann man bei solchen Größen in den Etat, in den Gehaltsetat stecken. Da habe ich schon eine riesige Differenz zur Konkurrenz. Wo sollen die das denn hernehmen, die anderen, Florian Haupt?
Ja, das ist genau der Fehler, ja, an der Argumentation, weil dann müsste man ja den Vereinen wie Celtic Glasgow und Austria Wien oder Ajax Amsterdam, dem müsste man das Geld schenken, von außen zur Verfügung stellen, damit die sich in diesem Wettbewerb schlagen können. Das ist ja der, auch dieser Wahnsinn an dieser katarischen Scheinidee der Dream Football League. Da kommt Geld von einem Geldgeber für alle, während jetzt ein Wettbewerb herrscht, wo, ja gut, der sich selbst finanziert durch die Fernseheinnahmen, nämlich die Champions League. Ja, aber Sie haben das nicht zu Ende gedacht. Da gibt es keinen, der von außen was reinschmeißt. Ja. Man kann nicht zu Ende denken, es gibt einen Markt. Das ist doch alles eine Frage des Marktes, den Sie schaffen. Und wenn Sie einen europäischen Markt haben und eine europäische Liga, die sich auf einem europäischen Markt verkauft, dann partizipiert dann natürlich Austria Wien da genauso dran wie irgendwie Real Madrid, weil die in derselben Liga mitspielen. Und Celtic Glasgow zum Beispiel hat von den Fans her, von den Trikotverkäufen, von allem, von dem ganzen Interesse her, genau mindestens die gleichen Chancen wie Bayern München, weil es da auch 10.000 von Verrückten gibt, die da jedes Wochenende hinrennen. Sie reden doch nach guter Sitte braucht. Reden Sie doch gerade mit der Spitze das Wort. Wo profitiert denn ein Club wie der SC Freiburg davon? Der spannende Punkt ist ja nicht der, woher die DFL ihre Gelder bezieht. Das mag dann das Problem der Katarer sein und der Teams, die da rumlaufen. Viel entscheidender ist doch diese Idee für den zum Beispiel deutschen Mittelbau. Also für die Leute, die sich jetzt alle, für die Mannschaften, die sich um Platz 4 jetzt balken, für die wäre es auch viel, viel wichtiger, dass diese Großkopferten aus ihren Ligen verschwinden, damit sie endlich wieder Meister werden können, damit sie Pokalsieger werden können. Gut, die Chance ist ein bisschen größer. Und damit sie vor allen Dingen wieder an TV-Gelder rankommen, weil es ist ja nicht so, es würde sich psychologisch abspalten. Es ist wenigstens eine Meisterschaft. Es ist wenigstens Sport, wo jeder die Chance hat zu gewinnen. Und das gibt es halt in der deutschen Eishockeyliga, als die sich zugesperrt hat und gesagt hat, wir machen keinen Aufstieg und Abstieg mehr, dann hieß die zweite Liga plötzlich erste Bundesliga. Da gab es einen Meister, das war, glaube ich, einmal Bietigheim-Bissingen. Das hat niemand interessiert, das ist tot. Die deutsche Meisterschaft ist tot, wenn Borussia Dortmund und Bayern München in einer anderen, wenn die da nicht mitspielen. Ja. Über Leben und Tod entscheidet hier bei uns am Tisch nur der liebe Gott, und der meldet sich gerade. Langsam ist die Schonzeit abgelaufen. Das ist der Punkt. Die Schonzeit ist abgelaufen. Für die europäischen Fußballfunktionäre. Es ist ja nichts für die Ewigkeit. Das wissen wir ja, vor allen Dingen hier im Footy-Club. Und diese DFL wird es vielleicht 4-5 Jahre geben. Danach bricht die zusammen, die großen Vereine kehren wieder in ihre Ligen zurück und die Karten werden neu gemischt. Weil nämlich in diesen nationalen Ligen sich eine neue Elite gegründet hat, die dann ihre Ressourcen auch nicht einfach so freigeben wird. Und dann muss sich Dortmund und Bayern München wieder anstellen. Dann haben die vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Geld, weil die Katarer denen das Öl ausgegangen ist oder wie auch immer. Es guckt keiner zu. Aber wir reden hier immer von einem Markt, der alles reguliert. In Wirklichkeit ist es doch so, dass es eben nicht der Markt ist. Die UEFA, die versucht ja quasi irgendwie so eine Marktgerechtigkeit herzustellen. Das kann es nicht geben, solange eben Leute von außen in einen Club mehr Geld reinstecken als in einen anderen. Nein, dieses, das hat nichts. Herr Rüttenau, die UEFA versucht es nicht. Also es sieht zum Beispiel so aus, dass auch in der Champions League bekommen die Länder von größeren TV-Märkten bekommen wesentlich mehr Prämien als die Länder von kleineren TV-Märkten. Ein deutscher Verein geht aus der Champions-League-Vorrunde mit 15 Millionen Euro mehr raus als der rumänische Verein. Warum? Weil bei ihm 80 Millionen Fernsehzuschauer sitzen und beim Rumänen nur 10 Millionen, die noch dazu weniger Geld haben. Entschuldigung, alle Rumänen ist größer das Land. Ich weiß, als 10 Millionen. Aber das ist Punkt. Und es geht doch, wenn es hier um Märkte geht, geht es ja nur darum, Chancengleichheit zu schaffen. Und das ist auf jedem Markt im Wirtschaftsleben dasselbe. Dafür gibt es normalerweise ein Kartellamt. Und zu der Auf- und Abstiegsfrage, man kann das doch mit Auf- und Abstieg machen.
Also auch aus einer europäischen Superliga können die Vereine ja absteigen und sie lassen die Meister der jeweiligen nationalen Ligen, die ja weiter bestehen, lassen sie eine Aufstiegsrunde spielen und von denen steigen 3 oder 4 auf. Und irgendwann haben wir dann eine europäische Superliga mit Mannschaften aus Spanien, England, Italien und Deutschland. Nein, auch aus der Ukraine, Schachtar Donetsk, weil die haben, die kreieren dasselbe Problem in der Ukraine. Ich habe es kurz vorgelesen. Man stärkt den albanischen Fußballmarkt, indem man Korce. Die Serben haben wir die ganze Zeit vergessen. Damit die endlich dort auch mitspielen können. Und was ist mit Slowenien? Der Schweiz? Das Problem. Von der Schweiz redet keiner hier. Ich merke, dass es sich dagegen sperrt. Nicht mal sie. Es hat ja schon immer wieder Modell. Es hat ja immer wieder auch den Ruf nach einer Benelux-Liga zum Beispiel gegeben. Da wollte man ein ähnliches Problem schaffen, sahen diese langweiligen kleinen Ligen, die irgendwie so ein bisschen vor sich hinkrebeln. Lass uns doch die Großen gegeneinander spielen, wird attraktiver. Ganz kurz, es hat 1966 schon mal einen Modellversuch gegeben, kurz vor der WM in England. Und zwar in den USA. Da hat die USA Teams eingeladen, 12 Teams aus dem alten Kontinent, aus Europa und aus Südamerika. Die sind dann noch angelaufen. Stoke City war dabei, Wolverhampton, Sunderland, Cagliari. Aus Deutschland war niemand dabei. Die haben die dann auf die großen nordamerikanischen Städte verteilt und haben dann ein wunderschönes 250.000 Euro Antrittsgebühr-Turnier gespielt. Mit einem ganz tollen Finale. Das, von dem keiner mehr weiß, außer Sie. Ja, aber ich meine, das zeigt natürlich aus, wir haben Fußballhistoriker hier am Tisch. Aber ich meine, trotz alledem, wir haben ja auch Zuseher, den einen oder anderen. Schönen guten Abend auch an Sie daheim. Und zwar haben uns ja heute keine Fragen erreicht, es haben uns Kommentare erreicht. Und zwar, Chris, Frank Zinsmeister meint zum Beispiel, Gerechtigkeit sei nur dadurch herzustellen, indem die 50-plus-1-Regel fällt, dass man halt eben auch mehr investieren könne von außerhalb. Dann meint Chris Z. zum Beispiel, dass man nur noch auf RB Leipzig hoffen könne, nachdem Bayer Leverkusen ja im Begriff sei, sich kaputt zu sparen. Und Alain Moswasi sagt, dass möglicherweise VW insgeheim mit einem Abstieg plane, Rationalisierung sei der Programm. Also wir sehen hier doch bei unseren Zusehern eine sehr zentrierte Wahrnehmung. Also ich lese da vor allen Dingen große Zustimmung für das Projekt an Europa. Ja, aber dazu brauchst du aber Fantasie. Dazu brauchst du aber eine gewisse Fantasie. Und wir haben eine späte Zuschrift, hat uns noch erreicht. Und da sagt jemand, ein ganz bemerkenswerter Punkt, finde ich. Es geht um den Champions-League-Platz, um den Qualifikationsrang. Da können sich 5, 6, 7 Mannschaften qualifizieren. Das sieht so aus, als wenn es bis zum Ende spannend bleibt. Ja, mein Gott, nochmal, wir haben doch nicht nur Fans des FC Bayern hier. Und für die ist das doch gewissermaßen fest, qualifiziert sich mein Verein in der nächsten Saison für die Champions League. Also verachten wir hier nicht total den Mittelbau und reden nicht an unserem Publikum vorbei? Das ist die Frage, Herr Henkel. Wir haben schon mal den Talk gemacht und darüber gesprochen, was es bedeutet, in die Champions League-Falle zu tappen. Jüngstes Opfer war Werder Bremen. Die haben sich übernommen, jetzt haben sie ihren Kader verschleudert, jetzt haben sie ihr Stadion gebaut, dass sie nicht mehr finanzieren können. Wenn der SC Freiburg tatsächlich in die Champions League Quali kommt und vielleicht gegen Tiraspol, Sheriff Tiraspol die Champions League erreicht, will man sich das wirklich vorstellen? Ja. Will man sich den SC Freiburg, so attraktiv er ist, vorstellen in der Champions League? Da geht sang- und klanglos unter, danach haben die einen Kader, der ihre ganzen Kassen plündert und dann wandern die wieder die ganzen Etagen nach unten. Also das ist ja... Eine einzige Champions-League-Teilnahme hilft keinem dieser Clubs, weder Eintracht Frankfurt noch dem SC Freiburg und auch dem HSV in seinem jetzigen Zustand. Weil das ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich guck da nach Hamburg, so ein großer Verein, die haben Umsätze um die 150, 145 Millionen Euro rum. Die sind blitzeblank, die müssen Anleihen nehmen bei Privatinvestoren. Die versuchen ein Experiment nach dem anderen und die kommen da unten nicht mehr raus. Das ist auch Selbstverschulden. Aber selbst wenn sie es gut machen würden, kämen sie nie wieder an die Dimension heran, die der BVB und der FC Bayern erreicht haben. Das verwehrt ihnen den Zugang zu den Ressourcen. So. Und wir hatten das vorhin. BVB da macht, das ist ja nun wirklich selbst erarbeitet. Und auch bei den Bayern, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Auch die Dortmunder, überlegen Sie doch mal, die Dortmunder waren ja 2005 quasi pleite. Die mussten bei Null anfangen. Ja, aber das zeigt doch auch, dass es geht. Aber Herr Osterhaus, nochmal, wie wollen Sie bewerten? Würden Sie jetzt sagen, zum Beispiel der Heidel in Mainz macht einfach einen schlechten Job, weil sonst würde er ja mal längst irgendwie regelmäßig in der Champions League spielen. Nein, der macht einen hervorragenden Job. Heidel macht einen hervorragenden Job. Genau, aber er wird trotzdem nicht die Chance haben, die Titel zu gewinnen, die seinen Job vielleicht wert wäre, weil es das System nicht zulässt. Und wenn Fußball nicht so ein traumhafter, herrlicher Sport, den wir alle lieben, dann gäbe es längst die Debatte, dass auf der einen Seite wollen Sie eine Regulierung haben, auf der anderen Seite regelt alles der Markt. Nein, Sie haben mich immer noch nicht verstanden. Ich will einen Markt schaffen,
der das sozusagen gerecht reguliert. Sie argumentieren so, dass jeder Markt automatisch ungerecht ist. Aber das stimmt nicht, weil in Märkten gibt es, in gut funktionierenden Märkten, gibt es auch Regulierung. Zeigen Sie mir einen gerechten Markt und ich zeige Ihnen einen zufriedenen zweiten. Andreas Rüttenauer, einen Blick in die Kristallkugel. In 10 Jahren haben wir diese Superliga. Weiß ich nicht, ob ich mich freuen kann, wenn der TSV 1860 in der Bayernliga den Titel gewinnt. Gibt es immerhin was zu feiern. Eben. Haupt haben wir sie, die Superliga. Ich bin eher skeptisch. Ich glaube, dass Fußball immer noch so populär ist, dass es auch unter den jetzigen Bedingungen funktioniert. Ich glaube allerdings, dass sich die Leute tatsächlich in 5 bis 10 Jahren mal zutiefst anfangen werden zu langweilen. Die immer gleichen Vereine in der Champions League, um die immer gleichen ab dem Viertelfinale zu sehen und ihre Vereine, wie es unser Zuseher geschrieben hat, immer nur letztlich um das Ziel spielen zu sehen, Fünfter zu werden oder Sechster zu werden, um dann in die Europa League zu kommen. Also ich plädiere dafür eine umfassende Reform, für ein bisschen Kreativität und ein bisschen weniger Scheuklappen, wie man den Fußball irgendwie gerechter und fairer organisiert für alle Beteiligten. Gut, dann wünschen wir uns jetzt einen Robin Hood für den europäischen Fußball. Martin Henkel, kriegen wir sie. Die gerechte Superliga. Die supranationale Mega-Monsterliga, wir kriegen sie nicht, weil die Öffentlichkeit nicht bereit ist, auch weil unbetretene Pfade in Augenschein zu nehmen und sich auf sie zu begeben. Es wird halt, die Folge davon wird sein, dass ich möglicherweise eben nicht mehr hingucke, weil ich will mir solche Spiele, wie ich sie am Sonntag gesehen habe, einfach nicht mehr antun. Sie holen sich ein Spielfilm-Abo von Sky. und man muss sehen, ob der Kampf um Platz 4 auf lange Zeit attraktiv ist. Dieses Jahr ist er es. Nächstes Jahr vielleicht dann schon nicht mehr so sehr. Und in 3 Jahren wird es uns langweilen. Und dann können wir noch mal drüber reden. Kann ich nur sagen, nun denn, Freunde, in diesem Sinne eine gute Nacht, möchte ich bei diesem Schlussplädoyer fast sagen. Aber einen haben wir noch, einen singen wir noch, nämlich... Wir singen ein Lied aus dem Morgenland. Aus dem Morgenland, ganz genau. Und zwar geht es da um Karawanen und... tief in der Sahara, auf einem Dromedara, ritt der Lodenkalle durch den Dattelhain, sah der Uli Hoeneß mit dem Gänchen pinken, fährt ihm schick der Regen mächtig ins Gebein. Wie eine Fata Morgana, so nah und doch so weit. Wie eine Fata Morgana, abracadabra, die war nicht mehr da. Talk's over. Wines too.